Hallo liebe Gartl- und Werkelfans. Heute hätte ich mir gedacht, dass ich aus dem Steinehaufen eine kleine Trockensteinmauer mache. Ich brauche nämlich die Erden darunter für mein Hügelbett. Für das habe ich nämlich zu wenig Erden zum Zudecken. Und deswegen muss ich ein bisschen tricksen. Und ich habe mir gedacht, Steine habe ich nur und das würde passen normalerweise. So, und um den Stickel geht's. Vor die Gräser kommt ungefähr so einen halben Meter breit quasi ein Steinehaufen her, eine mehr oder weniger Trockensteinmauer. Das stiche ich einmal so aus und kann dann die Erden weiterverwenden. Bevor ich das anfangen kann, werde ich das Gras einmal absensen. Für das habe ich meine Sense mitgenommen, mit einem kurzen Schwertung quasi. Das ist ein 60er. Das ist glaube ich ein 60er. Ja. Das ist ideal, dass du kleine Gebiete, was du zubekommen musst und mit der langen nicht zubekommst, kannst mit dem kurzen Sensenblatt ideal abmähen. Jetzt ist es allerdings so, der gekaufte Alu-Warp ist eine Universalgröße. Das ist ein ergonomischer Super-GAU. Ich bin relativ groß und der ist auch noch für sich gedacht für Leute, die 1,65 m groß sind. Das heißt, das ist nicht ideal und für das wird es in der nächsten Zeit eine Videoserie geben, einmal, schätze ich, wo ich euch zeige, erstens, wie man die Sense richtig schärft, tänkelt, einen eigenen Sensenwarp baut, beziehungsweise mit der Sense dann dementsprechend umgeht. Ich habe bewusst das Gras erst einmal gemäht im Frühjahr. War vielleicht Zufall, auf alle Fälle habe ich keine Trockenschäden im Prinzip gehabt und keine Trockenprobleme da auf der offenen Wiesen im Prinzip. Und einmal werde ich es noch im Herbst mähen, jetzt irgendwann Mitte, Ende September mal dann. Bevor wir dann das zweite Mal die Wiesen mähen, werde ich auf alle Fälle sagen, was mit der Sense auf sich hat, so dass ihr dann richtig umgehen könnt damit. Ich werde jetzt einmal das Stickel vor die Ziergräser ausmähen, so dass wir im Prinzip schon ein bisschen an Mulch wieder haben und dass ich leichter die Grassoden abstechen kann. Das Sensenblatt ist getänkelt, das ist geschärft, die Wiesen ist an und für sich taunass, der ist noch schön feucht und so geht die Sensen auf alle Fälle am besten. Für das bisschen brauche ich an und für sich keinen Schleifstein, das reicht an und für sich so. Ich hätte mir gedacht, dass wir vor die Gräser so 20 cm Platz lassen, dass man es im Winter pflegen kann, beziehungsweise einen Winterschutz anbringen. Und von da ungefähr hebe ich jetzt einmal so ein bisschen weniger als einen halben Meter aus. Circa ein Spaten tief, das muss reichen. Da kommen einmal große Steine entlang da oben. Und das wird dann im Prinzip zwei-, dreireihig aufgebaut, sodass das vielleicht dann einmal so hoch wird. Schauen wir mal, wie sich das ausgeht. Die ausgestochene Grasnarbe sammle ich jetzt ein und tue bei den unteren Komposter einmal extra hinlagern, so dass es, wenn ich mein Hügelbett quasi zusammenbaue und die Schichten aufbringen, so dass ich die Grasnarbe dann seitenverkehrt auflegen kann und das passt dann normalerweise. Als nächstes werde ich auf alle Fälle den Graben ca. 20 cm ausheben. Die Erden tue ich wieder getrennt lagern, so dass ich das fürs Hügelbett dann zum Schluss oben drauf schichten kann. Als Abschlussschicht, als Pflanzschicht im Prinzip. Da nimmt die Ziergräser, ist jetzt jahrelang eigentlich nichts gemacht worden.
Da ist immer wieder das Großkommen, Unkraut, Beikräuter und das ganze Zeug. Im Herbst ist es dann gemäht worden, meistens, oft auch nicht. Und dann ist es im Prinzip verrottet daneben. Und ich war froh, wenn ich überall auf dem Grund so eine schöne Erde hätte. Die ist extrem locker, durchsetzt von lauter Regenwürm. Und die werden sich ganz einfach einen anderen Arbeitsplatz suchen müssen jetzt. Und zwar da unten, wo das Hügelbett entsteht dann. So, das ist das letzte Stickerl jetzt. Der Graben wird ca. 10 Meter lang sein. 35-40 cm breit teilweise, so geschwungen um mich. Und gute 20 cm tief. Es ist jetzt weniger Erden rausgekommen, als was ich erhofft habe. Ich hoffe, das geht sich für das Hügelbeet-Geschichtel aus. Aber es ist irgendwie paradox. Zuerst graben die Menschen ein Loch und dann schütten sie es wieder zu mit Steinen. Macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Da in dem herunteren Bereich hinter mir schwächeln die Gräser auch schon. Die oberen sind 2 Meter hoch, die sind vielleicht ein bisschen über 1 Meter. Da ist der Boden auch schon sehr verdichtet. Oben war er wesentlich lockerer. Da gehen wir natürlich immer vorbei und dadurch wieder komprimiert. Das Ganze, wie gesagt, wird jetzt mit dem Gerödelhaufen, mit den Steinen aufgefüllt. Und die Steine an sich sind ja gut. Ne? Unter die Steine bzw. im Schatten vor die Steine kondensiert die Morgenfeuchte. Das rennt dann oben, unterhalb sind dann Regenwürm. Andere Reptilien können sich dann verstecken, mehr oder weniger. Das wird ein bisschen ein Schutz für die Gräser, wenn es nicht für den Winter teilweise und auch im Sommer, dass es nicht so herbrennt und dahinter halt ein bisschen ein Schatten ist. In der Nacht an und für sich geben die Steine die Wärme wieder an. Und so entsteht ein bisschen ein Mikroklima da. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich habe da hinterhalb noch einen Ziegelhaufen mit. Also das sind Ziegel mit Löchern im Prinzip drinnen. Und da habe ich schnell nachgelesen, füllen sie die Regenwürmer eigentlich relativ wohl. Da kondensiert das Wasser, das rennt durch, habe ich. Es ist gleichzeitig ein bisschen eine Drainage. Und wir werden jetzt einfach den Graben mit Ziegelsteinen auslegen. Jetzt weiß ich noch nicht, ob machen wir alles voll oder nur vereinzelt, weiß ich noch nicht. Und dann kommen erst die Steine drauf. Ich werde das jetzt einfach einmal probieren, vielleicht bringt es was. Das ist nicht nur eine ideale Behausung für die Regenwürmer, sondern, wie ich es jetzt gerade eingelandet habe, sind sonstige Insekten da drinnen, Spinnen, kleine Käfer, also das wird ein richtig schöner Lebensraum und ich glaube, das passt. Und das ist schon wieder ein nächster Schritt zum naturnahen Garten. Und außerdem, die Ziegel kosten uns auch nichts. Und nachdem das keine doppelt gebrennten sind, nehmen die ein bisschen Feuchtigkeit auf und halten das Ganze in einem guten kleinen Klima. Die blödere Arbeit kommt ja erst jetzt, den ganzen Haufen da wieder aufschieben. Beim letzten Mal habe ich alles runtergeschoben. Da ist es gut gegangen, weil es per Go gegangen ist. Aber jetzt, so eine Scheibtrochen voll wird haben, 100 Kilo. Und die braucht da auch einige. Also Fitnessstudio kannst du quasi da sparen, das kannst du da gratis auch haben. Mit einer Scheibtrochen voll ist das genau das Fleckerl. Also ich kann mir ausrechnen, wie lange das ich brauche, bis ich unten angekommen bin. Boden nehmen und dann noch ein oder zwei Ebenen drauf. Das kann nicht dauern.
Das ist der letzte Rest vom Schützenfest quasi. Die kommen jetzt nach oben drauf. Das Material, das Bodenmaterial, die Erden und der Sound, der quasi original auf die Steine oben war, ist natürlich durch den Regen jetzt da Richtung Erdboden geschwemmt worden. Das werde ich noch zusammenrechen, oben auf die Mauer verteilen, so dass das beim nächsten Regen in die Ritzen eingeschwemmt wird. Und das ist quasi die Starterkultur dann für zum Beispiel für Hauswurz, werden wir dann einsetzen, aber erst im Frühjahr wahrscheinlich. Und natürlich auch für die Lebewesen, für die Tiere. Blindschleichen, Eidechsen, Spinnen, Käfer, alles was irgendwie so einen Unterschlupf in die Steine mag, sind da gerne willkommen quasi und das wird auch angenommen. Es war eigentlich ein halber Tag Arbeit. Man merkt natürlich, dass man was da hat. Aber ich finde einmal, das passt recht gut hin. Vielleicht wird die Mauer noch ein bisschen höher. Muss ich schauen, wenn wir noch Steine überbleiben, kann man die im Prinzip oben aufschlichten. Ihr habt gesehen, so eine Trockensteinmauer. Es ist ja eigentlich keine Trockensteinmauer, es ist ja die Schüttmethode gewesen, mehr oder weniger. Der Vorteil von der ist auf alle Fälle, wenn es die Steine einschützt, ruhig gleich in die richtige Position und man braucht nicht so viel nachsortieren. Bei einer richtigen Trockensteinmauer muss das ja schlichten, verkanten mehr oder weniger und dann hinterfüllen. Das ist mit runden Steinen ein bisschen schwieriger, mit eckigen geht es leichter. Ich hoffe, ihr habt einiges von dem mitnehmen können. Wenn ihr solche Gelegenheiten habt, so wie da zum Beispiel, dass ich den Bodenaushub haben kann, gratis natürlich, nutzt das. Das sind alles Sachen, die ihr nicht kaufen müsst. Und wenn euch das taugt hat, gebt einen Daumen auf, abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Ich werde jetzt noch weitermachen und wir sehen uns wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn wir das Hügelbeet angehen. Also ich hoffe, es geht sich aus, ich habe noch nicht genug Material benannt, aber es schaut nicht so schlecht aus. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.